Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Ein Knochenbruch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist natürlich schon lästig, doch wenn er dann nicht oder nur sehr schlecht verheilt, dann ist das natürlich besonders hinderlich. Und bei jedem fünften Patienten ist das mittlerweile der Fall. Pseudoarthrose nennen die Mediziner das. Und das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde. Was genau Pseudoarthrose ist, das erklärt uns ein Gast, der sich damit bestens auskennt. Professor Dr. Philipp Mommsen ist heute bei mir, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und dass Sie zuhören. Mein Name ist Vanessa Seifert und wir sprechen, wie gesagt, heute über Pseudoarthrose. Hatten Sie selbst schon mal einen Bruch, Herr Professor Mommsen? In der Tat hatte ich schon mal einen Bruch des Handgelenkes. Der konnte jedoch ohne Operation zur Ausheilung gebracht werden. Aber interessanterweise ist es wirklich so, dass die Hand und die Brüche an der Hand tatsächlich die häufigste Lokalisation für Pseudarthrosen sind. Und war das als Junge oder als Jugendlicher und beim Sport oder wie ist das passiert? Der klassische erste Tag beim Skifahren. Ach wirklich? Ja. Wenn man genau. So als Norddeutscher sagt, wir fahren mal in die Berge. So ist es. Also ja. Entweder ist passiert am ersten oder am letzten Tag. Das stimmt. Weil es ist nie schön, aber am letzten, dann hat man zumindest den Urlaub gehabt. Am so ersten ist Tag es. Ist natürlich so ist richtig es. Bitter. Genau. Wir sprechen über Pseudoarthrose und die Frage ist natürlich erstmal, wie oft kommt das vor? Ich habe schon gesagt, jeder fünfte. Aber wie oft kommt das vor und was versteht man genau darunter? Also rein von der Häufigkeit ist es so, haben wir in Deutschland schätzungsweise 700.000 Frakturen pro Jahr, die einer stationären Behandlung bedürfen. Und man sagt, dass 1-10%, neuere Studien, 2% davon nicht heilen. Und das würde bei 700.000 Frakturen im Jahr deutschlandweit 14.000 Pseudarthrosen machen. Ja. Das klingt für sich genommen erstmal wenig, hat aber einen sehr hohen Einfluss für den Patienten selber, aber natürlich auch für uns als Gesamtgesellschaft, weil es eben mit langen Behandlungszeiten und auch Kosten verbunden ist. Das heißt ja, der Bruch heilt nicht oder nur sehr schlecht. Ab welchem Zeitraum spricht man denn dann von einer Pseudoarthrose? Was ist denn normal, welcher Zeitraum der Heilung? Ja, normalerweise würde man schon davon ausgehen, dass innerhalb eines halben Jahres ein Bruch verheilt ist, ist auch abhängig von der Lokalität, also wo ich meinen Bruch genau habe. Es gibt gewisse Knochen, die heilen nicht so gut wie andere. Mhm. Die Definition, also ab wann man von einer Pseudoarthrose spricht, ist ehrlicherweise nicht ganz einheitlich. Hier in Deutschland sagt man, dass wenn ein Knochen nicht innerhalb der ersten 4-6 Monate verheilt ist, dass er dann verzögert heilt. Ja. Wenn es diese 6-Monats-Grenze überschreitet, dann spricht man tatsächlich in Deutschland von einer Pseudarthrose. Okay, also 6 Monate ist so ein bisschen in Deutschland die Regel. Jetzt sagten genau. Sie schon, manche Knochen heilen besser, andere schlechter. Welche sind denn das? Zum Beispiel die Kahnbeinfraktur, also an der Handwurzel, neigt häufig zu einer Pseudarthrose. Ah, okay. Während Knochen, die eine nicht so harte äußere Schale haben, sondern mehr aus einem Knochengeflecht bestehen, eine bessere Heilungstendenz aufweisen. Okay. Und woher kommt es dann? Also es liegt dann natürlich am Knochen, an der Beschaffenheit des Knochens. Oder woran liegt es, dass es eben nicht abheilt? Ja, es gibt grundsätzlich 2 Arten von Risikofaktoren, die man unterscheiden muss. Es gibt die patientenabhängigen Risikofaktoren. Dazu gehört das Alter, aber auch das Geschlecht. Grundsätzlich muss man sagen, dass Pseudoarthrosen häufiger bei Männern im jüngeren Alter auftreten, im höheren Alter aber auch mehr Frauen betroffen sind, aufgrund der dann häufig auch osteoporotischen Knochenverhältnisse. Was darüber hinaus noch eine Rolle spielt, ist eben wie angedeutet, das Vorhandensein einer Osteoporose, ein Calcium- oder Vitamin-D-Mangel zum Beispiel, durch Mangelernährung, aber auch der Konsum von Nikotin oder Alkohol sind also ebenfalls. Rauchen und Trinken wie jede Woche in diesem Format sind schädlich für alles. So ist es. Ja, irgendwie zieht sich das wie ein roter Faden durch. Ja, das kann man, ne? Ja, genau. Genau. Weniger und, rauchen, weniger trinken, mehr Sport. So ist immer es. Das Fazit, genau. Und davon abzugrenzen eben die patientenunabhängigen Risikofaktoren, wo man als Patient nichts für kann. Ja. Das ist eben, welchen Bruch und an welchem Knochen habe ich mir einen Bruch zugezogen.
Oder aber auch, was ist das für ein Frakturtyp? Ist es ein Splitterbruch? Ist es ein Trümmerbruch? Oder ist es einfach ein einfacher Bruch? Die heilen erwartungsgemäß leichter, besser. Ja. Und natürlich auch, habe ich zu dem Bruch einen begleitenden Weichteilschaden, also offene Frakturen, wo der Hautweichteilmantel beschädigt ist und quasi der Knochen frei liegt, haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko. Okay, und ich habe gelesen, es kann auch sein, dass man sich eine Infektion holt bei einer Operation. Kommt das auch vor? Das ist eher ein seltener Fall. Nee, also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt immer bei einer Operation, aber bei offenen Frakturen hat man natürlich das Risiko, dass eine bakterielle Besiedlung der Fraktur einfach durch Umgebungskeime auftritt. Und das ist auch die wichtigste Unterscheidung, die man treffen muss. Es gibt die nicht infizierten Pseudarthrosen und es gibt die infizierten Pseudarthrosen. Und klar, bei den infizierten Pseudarthrosen, wo ich Bakterien habe, kann man es sich halt einfach so vorstellen, dass die Bakterien den sich neu bildenden Knochen aufessen und es dementsprechend nicht zur Heilung kommt. Und davon abzugrenzen eben die nicht infizierten Pseudarthrosen, bei denen man nochmal zwei Unterkategorien hat. Das eine sind die biologisch aktiven, also die vitalen Pseudarthrosen, wo eigentlich der Knochen heilen will. Ja. Aber aufgrund der Instabilität in dem Konstrukt, was man zum Beispiel mit Plattenschrauben oder Nägeln so zusammengebaut hat. Was sie so machen, als Unfallchirurg. Ja, genau. Dass da eben vielleicht ein bisschen zu viel Instabilität noch drin ist. Und dann versucht der Körper im Prinzip durch eine überschießende Knochenbildung diese Instabilität zu beheben, schafft es aber nicht. Und das sind dementsprechend die biologisch aktiven, vitalen Pseudarthrosen und davon abzugrenzen die biologisch inaktiven, avitalen Pseudarthrosen, wo eben die Durchblutung ein Problem darstellt. Mhm. Also auch Patienten zum Beispiel, die eine arterielle Verschlusskrankheit haben, neigen aufgrund von Durchblutungsproblemen häufiger zu derartigen Pseudarthrosen. Ah, okay, jetzt haben Sie schon auch einen Grund genannt, glaube ich, Vitamin D-Mangel und Kalziummangel. Ja. Dann könnte man jetzt ja laienhaft sagen, okay, dann gibt man Vitamin D und Kalzium und dann wird es besser. Gehört in der Tat zu dem Check-up, was man machen sollte bei Pseudarthrosen, dass man einfach mal guckt, man muss ja jede Stellschraube, an der man in die richtige Richtung drehen kann, sollte man auch drehen. Genau. Und der Vitamin-D-Mangel ist ja eine Volkskrankheit, muss man sagen. Genau. Das sollte man auf jeden Fall im Vorfeld einmal bestimmen, Calcium und Vitamin D. Und wenn da eben Defizite sind oder ein Mangel besteht, dann ist es auf jeden Fall ratsam, das eben durch die Zuführung derartiger Medikamente einfach zu beheben. Genau, das wäre jetzt erstmal eine relativ sozusagen einfache, konservative Therapie. Ne? Aber Es reicht halt ja nicht immer aus und ist ja gar nicht immer die Ursache. Richtig, dann. Genau. Und dann kommen Sie auch ins Spiel mit innovativen Verfahren, die es ja jetzt auch gibt. Wie behandelt man sonst, wenn das eben nicht reicht oder gar nicht der Grund ist? Also man muss es auf jeden Fall wieder abhängig davon machen, was die Ursache ist. Infizierte Pseudarthrosen, die müssen immer operativ versorgt werden. Ja. Da hilft auch das Einnehmen. Das kann man nicht anders. Kann man nicht umgehen. Da hilft auch Vitamin D nicht mehr. Anders sieht es aus bei den nicht infizierten Pseudarthrosen. Wenn wir da ein Stabilitätsproblem haben und dementsprechend so eine biologisch aktive Pseudarthrose, reicht es manchmal aus, dass man einfach mehr Stabilität in dieses Konstrukt reinbringt. Dadurch zum Beispiel, dass man eine zweite Platte ergänzt oder einen operativen Verfahrenswechsel macht auf ein etwas rigidereres Konstrukt. Bei den aseptischen und avitalen Pseudarthrosen, da muss man Durchblutung hinbringen. Und man muss halt bei den Pseudarthrosen, die man operiert, das avitale Gewebe wegnehmen. Ja. Und dadurch entsteht ein gewisser Substanzdefekt im Knochen. Und da ist dann maßgeblich davon abhängig, wie groß dieser Substanzdefekt ist. Also es gibt da so eine, ich möchte nicht sagen magische Grenze von 4 bis 5 Zentimetern, ab der man, also oder drunter, wenn es kleiner als 4 bis 5 Zentimeter ist, wo man noch Eigenknochen vom Beckenkamm zum Beispiel nehmen kann, um diesen Defekt aufzufüllen. Ja. Sobald das größer als diese 4-5 Zentimeter ist, muss man schon invasivere, also weitreichendere operative Maßnahmen vornehmen, wie
ein Knochentransport oder aber auch, Sie hatten es angesprochen. Aber das überlegt man sich dann wahrscheinlich auch altersabhängig vom Patienten oder ob das auf jeden Sinn Fall ergibt. Genau. Ja. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, einen Knochen primär zu verkürzen und dann im Prinzip den Defekt dadurch zu behandeln, aber okay. Dadurch hat man dann natürlich einen gewissen Verlust der Extremitätenlänge. Am Richtig. Arm vielleicht nicht so schlimm, aber am Bein natürlich unter Umständen in Abhängigkeit davon, wie viel das ist, schon sehr beeinträchtigend. Und Sie hatten die innovativen Verfahren angesprochen. Ja. Die Wissenschaft schreitet ja immer weiter voran. Und zum Glück, genau. Genau, es gibt in der Zwischenzeit auch künstlich synthetisch hergestellte Knochenersatzstoffe, die einem dabei helfen können, derartige Defekte zu überbrücken und auszufüllen. Die kommen auch aus einer Art 3D-Drucker, oder? Tatsächlich, genau, ja. Es gibt auch tatsächlich so eine Art von Knochengerüst, was man in einem 3D-Drucker Patienten individuell an den jeweiligen Defekt maßgeschneidert drucken kann. Das ist schon enorm, ja. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr großer Fortschritt. Und diese werden auch aus künstlichen Stoffen hergestellt, synthetischen Stoffen, die eben Knochenheilung stimulierende Substanzen beinhalten. Okay. Und wenn diese Behandlung stattgefunden hat, nach langer Leidenszeit ja der Patient, die ja dann über ein halbes Jahr im Grunde damit rumgehampelt haben sozusagen und nichts tun konnten oder eher nicht gehampelt haben, sind die dann relativ schnell wieder fit? Also wie schnell ist das dann behoben? Also letztendlich ist es ja so, dass auch der Knochendefekt, den man aufgefüllt hat, muss per se ja auch erstmal heilen. Richtig, ne? Also dann auch nicht. Und das heißt also, ein halbes Jahr ist dann schon häufig eine auch sehr noch gute mal. Zeit. Ja. Ich habe auch schon Fälle gehabt, bei denen es deutlich länger gedauert hat. Nach der Operation oder nach dem Eingriff? Nach der Operation, ganz genau, bis das alles so weit eingeheilt ist, dass zum Beispiel ein Bein wieder belastbar war. Und das erfordert eben sehr viel Geduld auch von Seiten des Patienten. Und es gibt natürlich nie eine hundertprozentige Garantie, dass solche Verfahren auch funktionieren. Ja, ja. Aber was ist die Alternative? Ne? Also es ist am Ende des Tages natürlich eine schmerzhafte, nicht gebrauchsfähige Extremität, sprich Bein oder Arm, die man dann hat, wenn man eben keine Behandlung wahrnimmt. Und man will ja, dass es besser wird, man will ja dann was tun, aber man wird eben dann nach dieser Operation in die Reha müssen oder wie funktioniert das, je nachdem? Häufig ist es so, dass man noch nicht voll das Bein wird belasten können, weil wie gesagt, die Defektstrecke, die man überbrückt hat, erstmal auch wieder ausheilen muss und solange das nicht passiert ist, ist die Extremität auch noch nicht zu 100% mit vollem Körpergewicht belastbar. Ja. Man muss dann in regelmäßigen Abständen halt Röntgenkontrollen machen, um den Heilungsfortschritt zu evaluieren. Und davon abhängig kann man dann erst die Belastung steigern oder gar freigeben. Okay. Und wie oft behandeln Sie in Harburg ganz konkret Patienten mit diesem Krankheitsbild? Also ich bin jetzt ja gerade erstmal seit 4 Wochen in Harburg. Ja, Sie sind ja sozusagen ganz herzlich willkommen in der Stadt. Genau, Sie sind ja sozusagen ganz frisch da. Aber, so ist es. Bauen aber, das folglich noch stärker auf jetzt auch den genau, Bereich. Genau, und letztendlich ist es schon so, dass ich in dieser Zeit 2 Patienten gesehen habe. Also das heißt, Bedarf ist da. Bedarf, würde ich sagen, ist da. Ja. Eingedenk der Zahlen, die ich zu Anfang genannt hatte, ist das auch zu erwarten, dass dieser Bedarf steigern wird, weil einfach die Problemfrakturen bei osteoporotischen Knochen aufgrund der Alterung der Gesellschaft einfach zunehmen wird. Vielleicht zu Ihnen persönlich, Sie haben schon gesagt, Sie sind seit 4 Wochen da, also relativ neu in Harburg. Warum sind Sie überhaupt Arzt geworden? Warum Orthopäde, Unfallchirurg? Also ich selber kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, aber ich soll schon mit krummen Kindesbeinen eine gewisse Faszination für medizinisch interessante Krankheitsbilder gehabt haben. Ja. Kommen Sie aus einer Arztfamilie? Richtig, ja. Meine Mutter und mein Vater sind auch beides genetische Ärzte. Genetische Disposition, ihm blieb ja gar nichts anderes übrig. Ja, genau. Ja. Und warum bin ich Orthopäde und Unfallchirurg geworden? Aber das waren keine Orthopäden und Unfallchirurgen, die mein Eltern. Vater schon. Schon, ja. Von daher, ja,
der Apfel fällt nicht also weit doch vom eine gewisse, Stamm. Ja. Mhm. Also eine gewisse Prädisposition ist da. Ja. Und ich selber, ja, was fasziniert mich an dem Fach so? Es ist am Ende des Tages, dass man häufig doch mit einer Operation einem Menschen eine Lebensqualität wiedergeben kann. Das ist halt, wie ich finde, was unglaublich Schönes. Ja. Anders vielleicht als in anderen medizinischen Fachgebieten, wo man über medikamentöse Therapien über einen längeren Zeitraum erst den Erfolg feststellen kann, ist das halt das Schöne an der Unfallchirurgie, Orthopädie, dass man da eben mit einem operativen Eingriff im Prinzip das Leben und die Lebensqualität so wiederherstellen kann. Genau. Und die Knochenbrüche dann schneller wieder heilen oder so überhaupt wieder heilen. So das ist das genau. Thema heute. Richtig. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Jetzt gibt es natürlich viel zu tun am Anfang, aber ich habe schon gehört, Sie sind HSV-Fan. Also, ja, genau, HSV-Fan. Muss man auch viel Vitamin D nehmen, damit man das erträgt. Nein. Ja. Man muss auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, das stimmt. Nein, also ich spiele gerne Tennis. Ich habe darüber hinaus, bin verheiratet und wir erwarten unser erstes Kind. Oh, das ist ja spannend. Ja. Haben noch einen kleinen Hund, mit dem wir gerne Spaziergänge machen. Natürlich, sagen wir mal, in so einer schönen Stadt am Wasser bevorzugt und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Aktuell kommt das noch ein bisschen zu kurz. Gut, aber dann wird es nicht langweilig. Da machen wir uns um Sie keine Sorgen, weder klinisch noch privat. Ich danke, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben. Vielen Dank und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.